Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zur dritten Folge von Twime. Folge 2 hatten wir jetzt die Fischerhütte erfolgreich gebaut und auch mit den Mitarbeitern belegt. Die sind jetzt fleißig am Fischen. Wir sollten uns jetzt erstmal wieder bei dem Ältesten melden. Ich bin jetzt auf dem Weg dahin, habe jetzt auch das ganze rohe Essen mit, beziehungsweise den rohen Fisch mit. Ich werde das jetzt hier am Lagerfeuer noch kochen, denn ein eigenes Feuer haben wir noch nicht. Da hoffe ich, dass das bald noch kommt, oder wir müssen einfach noch mal im Baumenü schauen, ob ich das übersehen habe. Aber sprechen wir erstmal mit dem Ältesten. Fischerhütte ist fertig. Ich habe die Werkzeuge mitgebracht. Okay, gleich drei Dinge mit einmal, die wir jetzt erledigen sollen. Was haben wir denn als Aufgaben? Stelle rituelle Zutaten her. Stelle Weihrauch her. Ist erledigt. Stelle einen Talisman her. Und er sagte, wir sollen jetzt eine Kochhütte bauen, wo dann der Fisch auch gleich zubereitet wird. Zudem soll man Fackeln neben das Bodenläden den Altar stecken, was dann wo mehr Mitarbeiter bedeutet. Und dann hatten wir Essenrationen bekommen. Das richtig verstanden habe. Ja, 5 Stück haben wir bekommen. Denke mal, die sind neu. Ich glaube, ich hatte die vorher nicht mehr im Inventar. Aber jetzt tun wir erstmal hier ein paar herstellen noch. Ja, ich guck mal, dass wir erstmal hier die ganzen Aufgaben absolvieren. Macht schon Spaß. Ich sag mal, ist ja auch nicht so, dass man ja einfach nur von A nach B rennt. Nee, man hat doch schon einiges zu sammeln. Muss ich hier dann um das Management kümmern. Also, das läuft schon. Gucken wir mal. Stelle einen Talisman her. So, Talisman wird dann sicherlich wieder an der Werkstatt hergestellt. Dann würde ich aber auch sagen, wir gehen in die Werkstatt in der Höhle. Denn dort haben wir auch den Altar. Jetzt muss ich kurz überlegen. Weihrauch? Ja, Weihrauch haben wir noch 5 Stück hergestellt. So, wo ist jetzt diese Höhle? Folgt mal einfach mal dem Pfad. Ich weiß, wir waren erst in der letzten Folge drin, aber ich habe schon wieder den Weg vergessen. Okay, hier waren wir noch nicht. Bonus freigeschaltet. Schau in das Stammesmenü. Haben wir denn hier einen Bonus? Ach, hier oben. Erhöht die Stammesproduktion um 25% Bambus. Aha, okay. Wir folgen jetzt einfach mal den Faden. So ein bisschen Inselerkundung tut immer gut. Da hinten sehen wir schon den Vulkan, da wollen wir eigentlich nicht hin.
Ja, noch halten wir uns ziemlich nahe der Höhle auf. Von daher denke ich mal, dass hier kaum bzw. keine Gefahr droht, was jetzt Tiere angeht. Wir kommen hier immer höher, aber ich denke mal, irgendwas ist hier, wenn wir den Weg folgen. Ist es vielleicht einfach nur ein Weg? Ja, Dorflager, Dorfhöhle. Also unter uns ist sozusagen diese Höhle. Oh, was sind das? Möwen. Sind wir tatsächlich einmal im Kreis um den Felsen gelaufen. Naja, gut. So viel zu meiner Orientierung. Da wir aber eine neue Hütte bauen müssen, würde ich dann schon mal ein bisschen gelbes Gras sammeln. Gelbes Gras ist ja für das Dach und für die Wände gedacht, da kann man erstmal reichlich haben. So, jetzt gucken wir aber auch mal, dass wir die Höhle finden, den Höhleneingang. Ah, hier ist er. Okay. Hoffentlich habe ich es mir jetzt gemerkt, der Weg war. So, dann suchen wir erstmal die Werkstatt auf. So, Talisman. Talisman benötigen wir Ranken und Ast. Jetzt weiß ich nicht, ob einer genügt. Machen wir mal zwei. Kostet ja nicht die Welt. So, Talisman. Sehen aber nicht im Inventar. Hergestellt haben wir ihn auf jeden Fall. Hergestellt haben wir ihn. Gut, so eine Fackel. Eine Fackel wollte ich mir gerne noch bauen. Sehe ich jetzt aber gar nicht. Wir uns eine Fackel herstellen. Ach, hier spottet mal. Stelle ein Talisman her. Drei Stück soll man herstellen. Gut, dass ich es noch gesehen habe. So, herstellen. Ich ein, drei. Finde den Eingang zur Höhle, gehe zum Altar und führe das Ritual Nahrungsgeschenk durch. Finde den Eingang zur Höhle. Hier haben wir diesen Bambusschrein. Jetzt wären wir auch dran vorbeigekommen.
Das ist doch der Altar, wo wir schon mal waren. So, weiter geht's. Geschenk des Königs. Sammlerhütte. Schamanenhütte. Kochhütte, genau, die Kochhütte. Gelegt und Weihrauch. Kochhütte freigeschalten. Trinkschlauch freigeschalten. Baue eine Kochhütte. Können wir denn nicht direkt noch was herlegen? Was brauchen wir denn so als nächstes? Weihrauch und Talismane. Also da können wir ruhig ein paar auf Vorrat bauen. Genau, hier einfach geradeaus, dann kommen wir zu unserem Bauplatz. Da würde ich mich erstmal noch die 2-3 Stunden aufs Ohr hauen und dann im Tagesanbruch werden wir dann mit dem Bau der Kochhütte beginnen. So, unsere Fischerhütte, unser Lager, unsere Werkstatt. Guck mal, 4 Stunden, das genügt. So, gucken wir gleich mal. Weihrauch. Wie viel können wir denn herstellen? 2 Stück. Die würde ich direkt herstellen. Da brauchen wir gelbes Gras und Kräuter. Also unbedingt jetzt Kräuter sammeln. Und Talisman, dann könnten wir 4 herstellen. Ja, jetzt sind sie drin. Alles klar. Ja, da würde ich jetzt einfach mal ein paar Vorrat bauen. Kräuter sammeln unterwegs. Dass, wenn wir an dem Schrein sind, vielleicht gleich 2 oder 3 Stufen freischalten können. Baue eine Kochhütte. Dann gucken wir mal. Verschiedenes Produktion, Essen. Die Fischerhütte. Und hier ist die Kochhütte. Nicht genug Ressourcen zum Bauen. Wir brauchen Ranken. Oha. Ranken. Hier hängt schon ein bisschen was. Gucken wir mal, ob das auch Ranken zum Abfarmen sind. Nee, aber hier vorne. Ja, wir müssen einfach unterwegs mehr sammeln. Ranken, Kräuter. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. So, Truthahn hier. Denk mal, das kommt noch. Die Jagdhütte. Erstmal diese Kochhütte jetzt bauen.
So, eine Kochhütte. Verdammt. Das Holz ist alle. Ich will jetzt aber auch nicht gleich das Holz hier vorne am Fluss wegmachen. Das lassen wir mal stehen. Hier oben waren eine Menge Bäume. Na komm. Sag nicht, da kommt hier nicht hoch. Nee, schafft er nicht. Geht's hier hin? Kräuter. Ach ja, stimmt. Hier sind wir zum Anfang her angekommen. Ja, hier gibt es Bambus. Wir müssen da hoch. Holz. Ja, wir gucken mal. Wenn wir nachher so ein bisschen was gebaut haben, dann können wir auch mal auf eine längere Erkundung gehen. Aber zuvor will ich mal nicht so viel vorwegnehmen. Doch lieber hier die Aufgaben, so wie sie gestellt sind, dann auch zu absolvieren. Na, wisst, was ich meine. Weiß nicht warum, aber erinnert mich irgendwie an The Forest. Komme ich gerade so richtig Lust drauf. So, jetzt erstmal runter zum Fluss. Schluck trinken. Ach, was fehlt denn jetzt? Bambus. Irgendwas fehlt doch immer. Ja, ist ja auch ein Survival-Loot-Spiel. Gehört ja dazu. Wäre ja schlimm, wenn das alles nichts kosten würde. Und man könnte einfach so alles bauen. Ich hoffe mal, dass der Bambus reicht. Fünf Stück könnte knapp werden. Vier, fünf, sechs, oha, sieben. Ja, da oben. Da fehlt noch was.
Ja, so ein paar gefährliche Tiere würde ich mir doch schon wünschen. Allein aus dem Grund, dass man ja nicht einfach so, wie ich das gerade mache, unbeschwert umherrennen kann, sondern dass man wirklich behutsam läuft und, ich sag mal, auch die Gefahr immer ein bisschen da ist. Ah, schade, oder? Warte mal. Von der Rente. Was? Nicht getroffen. Oh, direkt abgefarmt. Fleisch und Knochen haben wir bekommen. Bambus Mikado. Ja, wenn ich jetzt schon hierher gelaufen bin, dann nehme ich natürlich auch alles mit. Die nächste Hütte wartet bestimmt. Nee, oder? Alles aus Bambus jetzt. Aber ich stelle gerade fest, ich brauche eine Mütze voll Schlaf. So, zwei, wartet mal. 11 Stunden, 5 Uhr morgens schlafen. Ja, 5 Uhr morgens, genau. Kurz vor seinem Aufgang. Wir brauchen Bambus und jeweils eine Ranke. Na super.
Oder? Hier brauchen wir wieder bloß Bambus, aber hier kommt die Ranken wieder ins Spiel. Doch nicht. Ah, eine Ranke fehlt. Hält man doch nicht aus. Eine Ranke, wo haben wir die jetzt her? Die hing vom Felsen runter. Da, wo ich sie her hatte, waren keine mehr. Hier hinten ist der Weg mit dem Bambus, aber wo sind Ranken? Genau, hier ist der Weg, wo es wieder zu unserem Lager geht. Warte mal, haben wir irgendwas auf der Karte angezeigt? Haben wir auch nicht. Was bist du hier? Bonus. Ein Bonus freigeschalten. Erhöht die Stammesproduktion um 25% Kräuter. Das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendwo eine Ranke zu finden sein. Ich nehme schon alles mit, was ich hier finde. Weil wir brauchen es einfach und später suchen wir es wieder. Ich sehe Ranken. Keine einzige lassen wir hier hängen. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Vorne, kurz neben dem Dorflager,
stehen wir denn? 53. Ich glaube, Ranken hatten wir für den Talisman benötigt. In diese Richtung. Oben habe ich ja die Kennzeichen, wo sich unser Bau befindet. Ah, guck mal, das ist doch wieder nachgewachsen. Nämlich recht im Sinne hatte ich das hier komplett abgeerntet, das gelbe Gras. Und, Tatsache, der Bambus ist wieder da. Man muss sich anscheinend noch weit genug entfernen, dann spawnt das nach. Oder es hat einfach jetzt durch das Schlafen, ist es dann wieder nachgespawnt. Das kann natürlich auch sein. Okay, jetzt brauchen wir hier blaue Steine. Das gute gelbe Gras natürlich. Blätter. Fehlt noch? Und was fehlt? Ein Bambustotem. So, Bambustotem. Aus 10 Bambus herstellen. Sehr schön. Die Kochhütte. So, jetzt gucken wir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier unser Feuer. Das sieht doch schon mal gut aus. Wartet mal. Ich sage hier Fleisch herstellen. Okay, das brennt nicht, aber es funktioniert. Essenration, Essenration. Hier haben wir Fleisch von den Truthahn. So, gucken wir mal. Wir haben jetzt die Kochhütte. Und ich sage, ziehen wir hier mal einen ab. Oder zwei Stück ab, stecken zwei in die Kochhütte. Aktuelle Produktion, Essenration, die brauchen ein Messer. Und Fleisch. Wie macht man das jetzt? Dass die den Fisch, den die aus der Fischerhütte holen, direkt hier verarbeiten. Das muss doch machbar sein.
warte mal, wir machen das mal so. Die bekommen hier das alte Messer. Ich behalte mal ein ordentlich gutes Messer. Und jetzt haben sie ein Messer. Jetzt müssten wir wohl per Hand das Fleisch jedes Mal hier rüberbringen noch. Weiß nicht, ob wir hier die Dorflagerung aktivieren sollten. Marktplatz, Wohnbereich, Dorfhöhle. Da war ja noch irgendwas mit Fackeln. Fackeln sollten wir da an die Wand stecken. Ja, Produktionslimit. Das müssen wir ja noch einstellen. Nummer 10. Ration zurück. Nee. Der ist einfach nur faul. Aktuelle Produktion 0. Und Limit haben wir 10 gesetzt. Die haben jetzt Messer, die haben Fleisch. Erhöhe den Lagerbestand. Okay, die brauchen anscheinend mehr. Wartet. So. 16. So, die arbeiten. Erhöhe den Lagerbestand von Nahrungsrationen im zugewiesenen Lager. Aber warte mal, vielleicht brauchen die fertige Nahrung. Oh, na gut. Jetzt hatte ich es gleich gegessen. Ah, jetzt läuft's. Na klar, die brauchen doch auch ihr Essen. Los! Kochen wir! Werkstatt. Kochhütte. Essenration. Ach, das ist im Gang. Das ist im Gange. Arbeitet zugewiesen. Wurflagerung. Naja, der wird schon das Richtige machen. Ja, dann haben wir doch wieder was heute erreicht. Jetzt haben wir die Werkstatt, die Fischerhütte, die Kochhütte fertig gebaut und sollen uns mal wieder beim Ältesten melden. Bin gespannt, was wir als nächstes bauen sollen. Es gibt ja einiges. Wir können ja mal kurz durchgehen. Es gibt noch eine Schlafhütte. Erhöht die maximale Anzahl der Stammesangehörigen um 3. Ah, warte mal. Bauen wir noch. Hier unten. Können die Nickerchen machen. Holz. Es fehlt mal wieder Holz. Komm, es spawnt nach. Ich hack schnell hier so einen Baum um. Sieht man, Bambus kann man nie genug haben. Reicht schon wieder nicht. Okay. Okay, wir brauchen Bambus. Aber jetzt, wo wir wissen, der spawnt nach, immer weg damit hier. Müssen wir uns bloß merken, wo wir die ganzen vielen
Ranken gefunden haben, dann können wir da auch wieder hin. Weiß ja gar nicht, was er vorhin gefaselt hat. Von wegen hier Fackeln anstecken. Schöne Hütte haben sie bekommen hier. Da können wir doch gleich mal Probeschlafen machen. 4 Uhr, 5 Uhr morgens schlafen. Ja, eingeweiht. Jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal die Arbeiter verteilen. Können wir das einfach hier? Können wir nicht. Oder? Stamm, wartet mal. Können wir das jederzeit überall machen? Nee, guck mal jetzt. Platz zum Schlafen, aber da sind nicht genügend da. Schlafplätze 7, Bevölkerung 4. Aber auf jeden Fall können sie jetzt schlafen. Ist ja schon mal viel wert. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, euch hat es gefallen. Und ich hoffe mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.